Beginnen wir mit Cash and Carry, der Abhol-Großhändler. Noch einmal, wir sind beim Großhandel. Kunde des Großhandels ist der Einzelhandel. Und Cash and Carry bedeutet, dass der Blumeneinzelhändler oder der Fischeinzelhändler morgens sehr früh mit seinem kleinen Lieferwagen an die Rampe des Großhändlers fährt. Dann seinen Tagesbedarf einlädt, Cash bezahlt und Carry das Ganze wegträgt. Bezahlen und wegtragen, das ist die Idee. Und zwar jeden Tag aufs Neue. An jedem Verkaufstag aufs Neue lädt er sich seinen Tagesbedarf ein. Sie merken schon an den Beispielen Blumen, Fisch, Frischware. Ware mit geringer Haltbarkeit wird also für einen Tag eingeladen und dann fährt er morgens zu seinem Laden, drapiert die Ware und dann öffnet er irgendwann vielleicht um 8 oder um 9, je nachdem. Das ist Cash and Carry. Ein Kommilitone von mir ist der Sohn von Kanne Detmold und die haben Cash and Carry gemacht für Kioske. Zielgruppen spezialisiert für Kioske. Das heißt, der kleine Kiosk fuhr morgens mit seinem kleinen Autochen an die Rampe, hat sich seinen Tagesbedarf eingeladen, hat bezahlt und hat es weggetragen oder weggefahren. Und die waren spezialisiert auf dieses Segment. Nö, in Detmold. Und das hat einen riesen Vorteil, denn der kleine Kiosk hat eine geringe Lagerfläche und der dreht auch nicht die großen Mengen. Das heißt, bei einem anderen Großhändler, wenn der sagt, ich will 2 Flaschen Maria Kron, dann sagt der Großhändler, du bist bekloppt. Nimm bitte eine ganze Kiste oder besser noch eine ganze Palette. Da sagt der Kioskbetreiber, wo soll ich die denn hintun? Und vor allem, da brauche ich ja 6 Monate, um das zu verkaufen. In dem Fall hat er die Kiste aufgerissen und hat ihm 2 Flaschen verkauft. Das ist der Vorteil dieser Zielgruppenspezialisierung. Dadurch hat man auch eine ganz hohe Kundenbindung, weil das kein anderer macht. Die anderen sind alle gewohnt, das Zeug palettenweise rauszuhauen. Kiste ist ja schon wieder die kleinere Einheit und dann die Kiste auch noch aufzumachen und dann über Flaschen zu reden, das ist denen viel zu viel Verwaltungsaufwand. Und dann ist die aufgerissene Kiste da und dann wird man die nicht mehr los. Und dann muss man wieder neu packen, dann muss man sehen, bis man dann wieder eine 6er Kiste zusammenstellt. Das ist das Leben, das ist der Alltag. Und wenn man das genau beobachtet, dann kann man sehen, aha, hier ist offensichtlich eine Zielgruppe, die hat dieses Bedürfnis. Und dann macht man im Grunde nichts anderes, als für die Kiste aufzureißen, was alle anderen nicht tun. Sehr erfolgreiches Konzept. Was heute ist, weiß ich nicht. Ich war irgendwann mal auf der Seite, hatte den Eindruck, da ist so irgendwas rumfusioniert worden. Aber ich weiß es einfach nicht im Moment. Aber damals war das sehr, sehr erfolgreich.